Der Clan G9 hat einen Reopen gestartet und sucht momentan Chaos und das geht wieder. Willkommen zu der 32. Ausgabe der Chaos News. Eine kleine Info vorab, und zwar ist die letzte Folge der Chaos News ausgefallen, da es zu wenige Informationen gab. Falls ihr solche Infos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen. Außerdem läuft unsere Verlosung auf Twitter nur noch eine Woche, wo ihr unter anderem Pace of Cards, Labymod Cosmetics, Gommo und Timonia-Ränge und vieles mehr gewinnen könnt. Den Tweet findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Der Clan G9 hat einen Reopen gestartet und sucht momentan Chaos und Deskspieler. Bewerben kann man sich auf dem Teamspeak. Der Clan Yumei hat auch einen Reopen gestartet und sucht auch noch Member. Bewerben kann man sich auf dem Teamspeak. Zudem haben die Clans Strong und Punic auch einen Reopen gestartet und suchen auch noch aktive Member. Bewerben kann man sich bei beiden Clans auf dem Teamspeak. Der Clan OGCW hat sich eröffnet und sucht jede Position. Bewerben kann man sich auf dem Teamspeak. Der Clan Yatsu hat nun keine Sperre mehr und sucht noch Member momentan. Zudem hat der Clan KorsKD momentan auch eine Bewerbungsphase für jede Position offen. Der Spieler Saxilex hat den Spieler Erich in der All-Time Top 10 überholt und ist somit auf Platz 1 momentan. Wenn ihr in der nächsten Folge etwas erwähnt haben möchtet, dann markiert mich gerne auf Twitter. Kommen wir auch schon zu der Top 10. Momentan auf Platz 1 befindet sich der Clan Wax, gefolgt von G9. Auf Platz 3 der Top 10 befindet sich momentan der Clan Concept und auf Platz 4 Skull. Momentan auf Platz 5 befindet sich der Clan Madrid, gefolgt von Yatsu. CKD ist auf Platz 7. Und der neue Clan OGCW auf Platz 8. Auf dem vorletzten Platz der Top 10 befindet sich der Clan Edi. Und auf dem letzten Platz der Top 10 befindet sich der Clan Difficult Squad. Das war's auch schon mit den Chaos News. Wir würden uns freuen, wenn ihr von nun an jeden Sonntagabend bei uns einschalten würdet.